Okay, was ist passiert in der Zwischenzeit? Ich bin einfach 10 Meter gelaufen und wurde von einem verdammten fucking Nilpferd attackiert. Soeben hat es noch ruhig im Unterholz gechillt und plötzlich wird man attackiert. Wisst ihr was, Leute? Ich habe gar keinen Bock mehr, Senu. Existierst du noch? Danke. Wir konnten dich ungefähr 5 Quests nicht aktivieren. Und ich habe Bock, irgendwie mal was Neues zu sehen. Sprich, eigentlich, entweder wir fliegen jetzt dahin und fahren ein bisschen Snowboard. Oder, da ich hier nichts sehe, höchstwahrscheinlich sind die Pyramiden da hinten. Aber, na, deute ich das jetzt als Zeichen, dass ich es noch nicht machen soll? Ich habe nämlich eigentlich richtig Bock, euch mal die Pyramiden zu zeigen, beziehungsweise mir mal die Pyramiden zu zeigen. Ich meine, wozu habe ich mir dieses Spiel gekauft? Hä? Das weiß ich nämlich nicht. Doch, genau, natürlich. Das war einer von 285 Suffkäufen, die ich so erledigt habe. Hallo. Ja, da drücke ich auch gerne mal 5 Sekunden nach unten, um mein verfickt faules, wenigstens lächelst du. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall nur eine ganze Zeit lang, nein, nein, das möchte ich nicht, eine Zeit lang in diese Richtung reiten und wir werden die Pyramiden besuchen. So, und bis dahin sollte ich meinen Köcher aufgebessert haben, mein Schild aufgebessert haben und sowieso einiges aufgebessert haben. Vielleicht sollte ich bis dahin mein ganzes Leben aufgebessert haben. Mal gucken, was diese ganze Reise Nomos Letopolites. Vielleicht nehme ich jetzt einfach schon ein bisschen zu viel vor, aber es ist mir egal. Das ist ein Spiel. Es kommen neue Spiele. Das ist mein Leben. Das ist euer Leben. Sind mal reiten wir hier gerade irgendwie durch die Hölle oder. Okay, auf jeden Fall, wenn eine Gelegenheit sich anbietet und man hat auf irgendetwas Bock, dann sollte man es tun. Ich glaube, das ist einfach nur ein Heavy-Sandsturm, in den wir da reingeraten sind. Wir treiben unser Kamel einfach weiter voran, das ist es gewohnt. Die Augen sind schon völlig abgeschrubbelt vom ganzen Sand. Daher auch die Schrubbelaugen. Hier ist noch die sengend heiße Sonne. Das ist gut, dass wir hier auf jeden Fall keinen Modus haben von wegen. Ich dachte gerade desynchronisiert. Dass wir hier keinen Modus haben von wegen. Du ertrinkst jetzt langsam oder du brauchst was zu essen. Weil das könnte uns durchaus bei diesem Trip durch die fucking Wüste das Leben kosten. So können wir einfach immer Richtung Sonne. Oh, okay. Oh Mann, Leute, ich hätte nicht gedacht, dass ich sie so schnell erreiche. Doch, da sind sie. Wer von euch, Gisi? Wer von euch hat Bock darauf zu klettern? Ich hab tierisch Bock drauf. Komm, verpiss dich jetzt, Sandsturm. Wir sind jetzt hier. Vielleicht kann ich mit meinem Kamel schräg so raufreiten. Nee, kann ich nicht. Das hier ist die größere von beiden Pyramiden. Ich will da unbedingt hoch. Ich will unbedingt. Also, dieses ganze Spiel, zwei Sachen: Attentate und auf die große Pyramide. Ich komme gar nicht so schnell voran, wie ich mir gedacht habe. Komisch, denn es ist jetzt nicht weitaus schräger oder so. Aber das haben sie einem nicht so einfach gemacht. Man kann tatsächlich nur in Löcher greifen. Ich weiß nicht, wer von euch aktiv im Klettersport beteiligt ist, aber das hier ist auf jeden Fall geil. Es ist höchstwahrscheinlich auch extrem heiß. Ich war mal in Indien, da war ich beim Taj Mahal. Und da muss man seine Schuhe ausziehen und seine Socken ausziehen, bevor man dann über den, na, bei sowieso 40 Grad permanent erhitzten Marmor, weißen Marmor geht. Okay, weiß klingt jetzt nicht so schlimm wie schwarz vielleicht, aber es war schlimm. Ich bin von Schatten zu Schatten gelaufen und ganz ähnlich fühle ich auch gerade Bayek. Ja. Was? Ich höre hier die ganze Zeit so ein Paselmundgefasel. Ah, ich komme nicht weiter. Ich muss tatsächlich. Oh Gott, seht ihr das? Hier rechts, da. Oh nein. Und jetzt? Okay, verstehe. Sollte ich das wagen? Ja, safe sollte ich das wagen. Ja. Hat sich gelohnt, weil man kann an dieser Pyramide nur rechts hochklettern. Gar nicht weiter schlimm. Das machen wir. Denn da geht es tatsächlich bis ganz nach oben. Also, ich finde das ziemlich cool. Ich mache nochmal auf den Jungen und auf das Video aufmerksam.
der tatsächlich die Pyramide hochgeklettert ist. Das ist, wie gesagt, Deutsch-Russe, der natürlich gerne klettert. Das scheint irgendwie so in dieser russischen Natur zu liegen, auf irgendwelche Dinge hochzuklettern. Und dieses Ganze dabei dokumentieren, das ist so typisch deutsch. Und daraus hat sich eine wunderschöne Kombination ergeben. Ja, weiter, 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 Bayek. Weiter, gib ihm, gib ihm, gib ihm, Bayek, gib ihm. Okay, und ich muss noch weiter nach rechts. Ist kein Problem. Now with zero problems. Coca-Cola now with zero problems. Nein, 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 nein. Ich kletter hier einfach hoch. Ach, ach. Ach nee. Ach nee. Okay, also so doch ein Stück weiter kann er. Vielleicht könnte er es sogar komplett durchziehen. Nee, kann er nicht. Ich dachte gerade, teste mal die Grenzen aus. Und die Grenzen sind relativ schnell erreicht. Klar, sie machen es einem nicht so einfach, das zu erreichen. Aber ihr seht schon, was da für eine Strategie hintersteckt. Ja, ihr seht es ganz genau. Ich sehe es auch. Und wir sind fast oben. Geil. Ah, und das ist natürlich aus purem Gold. Hier können wir nicht so. Ah. Also ganz ehrlich, das sieht sogar in meiner Auflösung hammergeil aus. Echt saugeil. Gizeh, auch damals schon völlig im Sand versunken, angeblich. Warum sollte man hier sein Haus bauen? Und wie hat man es geschafft, hier tatsächlich all das hier aufzubauen? So, hier ist es einfach ein bisschen kälter. Natürlich, ich will direkt an die Spitze. Das ist die höchste Pyramide. Synchronisieren. Das ist der Schlüsselmoment des Spiels. Ich glaube, es gibt nichts Geileres und Höheres in diesem Spiel. Oh, ich kann hier runterrutschen. Das traue ich mich ja fast noch nicht mehr im Spiel. Hammer. Hammerhart. Ich glaube, wir kommen von dort hinten. Da vorne haben wir diesen Säufer befreit, der vor seiner Frau geflohen ist. Hier nervt mich schon wieder ein Sandsturm. Vielleicht komme ich da auch einfach nicht weiter. Und sie geben mir die Möglichkeit, runterzurutschen. Und genau das tun wir jetzt auch. Nein, Bayek hält sich fest. Bayek, du. Ich würde gerne springen. Springen! Springen! Ja! Nein, 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 nein. Irgendwie muss ich gerade an Christian Joko denken. Grüß an dich. Ja, sie waren gemein zu dir. Und ja, es sind einfach Spinner mit Asperger-Syndrom, die sich sogar an sonnigen Tagen hinter grauen Vorhängen verstecken. So ist das. Wir leben unser Leben. Diese Menschen wissen nicht, was Leben ist. Insider Nummer 354. Mal ebenso von daher. Ach nee, aha. Sind wir das auch runtergegangen? Weil heute sehen die Pyramiden genau so aus. Es sind nur ein paar Steinhaufen. Nicht ganz so schlimm. Oh! Seht ihr das? Das Ding, ne? Das sieht echt so aus, als könnte man da rein. Hab ich auch Bock drauf. Ich meine, wir haben jetzt nämlich genau eine Stunde Zeit. Und natürlich gebe ich mir das und gebe auch euch das. Ich weiß, das ist jetzt völlig sozusagen off-topic. Ich bin einfach mal in die falsche Richtung geritten. Ja, aber das bietet sich so an. Es ist keine 30 Sekunden, 45 Sekunden und wir waren hier. Natürlich müssen wir hier hin. Sorry, aber das ist ganz menschlich, dass man einfach hier hin will. Ich will den Ort eigentlich fast gar nicht verlassen. Übrigens, der Junge, der hier raufgeklettert ist, den ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe. What the fuck, was für eine Kondition muss man haben? Ich wäre jetzt schon völlig außer Atem. Und das bei all den athletischen Hochleistungen, die ich tagtäglich
zu absolvieren. Was, geiler Move, Bruder, geiler Move, Alter. So, ich habe hier doch irgendwo so ein Loch gesehen. Na? Hier ist irgendwo irgendwas, wo man rein kann. Haben die das jetzt echt eins zu eins nachgebaut? Ich unterstelle denen, dass das echt so ist. Geil, 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 geil. Neuer Ort in der Grabmal von Cheops. 25 EP. Was war das? Plündern. Oh, guck mal, hier plündert man mal eben schon für 6 Goldstücke. Das ist viel. So, genau das können wir. Bayek. In der Pyramide. Vielleicht gönne ich mir das auch nochmal. Vielleicht steht hier jetzt auch irgendwas im Weg, was später nicht im Weg steht. Vielleicht kann ich die Wand hochlaufen und check's noch nicht. Ich glaube, es gibt ja auch hier diese Sternlöse-Quests. Nennen wir es mal so. Und wieder raus. Ist immer wie eine Geburt, aus solchen Kanälen rauszugehen. Es gibt ja auch solche Quests. Man sollte ja die Sternbilder mit seinem Sohn. Irgendwas krabbelt auf meinem Arm, mit seinem Sohn zusammen lösen. Und ich weiß, dann gibt es irgendwie eine ganz tolle Montur. Und wenn es einen Raum in diesem ganzen ziemlich kleinen Spiel, ich muss sagen, es ist ziemlich klein, es sind 5 Minuten durchritten mit dem Kamel. Das scheint tatsächlich die Spielgröße zu sein in diesem Spiel. Kann mich aber auch fatal irren, was in etwa alle 5 Minuten passiert, egal. Wenn es einen Raum gibt in diesem Spiel, dann sind es ja wohl die bekannten Pyramiden. Macht auf jeden Fall richtig Bock, das macht richtig was her. Ich weiß nicht, warum er so gebückt geht. Höchstwahrscheinlich erinnert er sich gerade an sein früheres Sklavenleben. Möchte ich ein Foto machen? Schönes Selfie mit den Pyramiden, definitiv. Währenddessen habe ich natürlich gerade den nächsten Eingang gesehen, den ihr auch gesehen habt. Denn ihr seht sowieso immer viel mehr. Ihr seid Füchse und Schakale. Raubtiere, Raubtier bist du. Safe habt ihr das auf jeden Fall gesehen. Gehe ich da hoch, aber sowas von. Es sieht immer ein bisschen aus wie ein Gewehr, was er hier stecken hat, oder? Es ist einfach nur sein Schwert, aber schon damals geformt wie, ja, wie nennt man das letzte Teil vom Gewehr? Schreibt mir das bitte in die Comments. Das, was man sich an die Schulter hängt, beziehungsweise abstützt. Ist cool. Also er klettert sogar mit einer Fackel hier hoch. Oh, hey, wir müssen sogar ein ganzes Stück hoch, damit wir uns gleich einfach fallen lassen können. In diesen Eingang. Ich hoffe, da ist ein bisschen mehr los als eben. Aber ja, wir haben es uns auch sozusagen. Ah, wir haben es uns auch noch nicht verdient. Ich spoiler hier gerade ein bisschen. Vielleicht ist das Spiel aber auch hier gleich vorbei. Dann haben wir es uns doch verdient, weil die Spielmacher. Nein. Nein. Wow. Ich gebe ihm, ich laufe einfach die Pyramide hoch. Kein Respekt davor, was ich heute zu tun habe und vielleicht eventuell morgen. Ich mache das einfach. Und so werde ich belohnt. Dein Ernst, Gott, ist das dein Ernst? Wirklich? Ja, hier sind einfach, jetzt sehe ich es nämlich von hier, hier sind einfach hier und da ein paar Löcher, um einen so ein bisschen zu verwirren. Bisschen wütend bin ich. Aber der Sprung, der reißt wieder alles raus. Ich würde gerne mal wissen, wo wir hier tatsächlich sind. Also, okay, nein. Wenn man sich diese Frage stellt, wo auf der Welt man ist, dann eventuell ist das jetzt der schlechteste Zeitpunkt. Ja. Ja. Definitiv beeindruckend. Ich würde sagen, ich habe alles gesehen, aber jetzt brauchen wir gar nichts mehr machen in diesem Spiel. Nein, ist natürlich nicht wahr, aber ich wollte einfach mal ein bisschen einen raushauen.
Nein, ich hatte einfach Bock darauf, auch jetzt diesen Typen zu hauen. Michael Jackson haben wir hier auch noch in der Wüste. Was hat er verloren? Er hat Kohle verloren. Nein, er hat einfach seine Fackel verloren. Ich dachte, das ist wie in Deutschland. Einfach ein bisschen Trouble machen. Und schon liegt hier und da ein bisschen Kohle. Ja. Ist das geil oder ist das geil? Ich würde sagen, genau mit dieser Aufnahme beenden wir diese Aufnahme. Und beim nächsten Mal bin ich wieder irgendwo bei den Hippos, ziemlich weit am Anfang. Und Bayek wird ungefähr 30 Jahre gealtert sein, weil ich hoffe, so lange wird es noch dauern. Bis dahin, viel Spaß und checkt unten rechts meinen Abo-Button.